Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenlivet Nadura, 16 Jahre. Ja, Glenlivet ist bestimmt dem einen oder anderen ein Begriff. Viele Einsteiger lernen durch den Glenlivet Whisky die Welt der Single Malts kennen, sei es der 12-Jährige oder der Founders Reserve. Glenlivet an sich ist eine Brennerei in der Speyside, war damals die erste Brennerei überhaupt, die eine Konzession erworben hat, um legal Whisky zu brennen. Seitdem läuft der Laden. Die haben vor ein paar Jahren die Brennerei vergrößert und letztendlich im Vorjahr 2015 Glenfiddich vom Thron gestoßen. Meistverkaufte Single Malt Whisky der Welt ist Glenlivet. Ja, heute haben wir den Nadura, was auf Deutsch so viel heißt wie Natur. Spielt an auf die natürliche Fassstärke, in der dieser Whisky abgefüllt wurde. 16 Jahre alt, die ganze Geschichte. Und Glenlivet hat die Nadura Palette aktuell ausgebaut. Es gibt einen, der ist ausschließlich im Ex-Bourbon-Fass gereift. Es gibt einen, der ist ausschließlich im Oloroso-Sherry-Fass gereift. Und es gibt sogar einen, der ist in einem Fass nachgereift, das vorher rauchigen Whisky enthielt. Das heißt, es ist ein leicht rauchiger Glenlivet. Alle diese drei ohne Altersangabe. Da wird der jetzt schon rarer, denn der hat noch ein Alter von 16 Jahren drauf. Ja, Natural Cask Strength, also natürliche Fassstärke, 57,7 Volumenprozente. Er ist nicht kühl gefiltert. Die Flasche hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ja, Batch Nummer 1007D, bottled im Oktober 2007. Ja, vielen Dank, Matthias Pillatz. Ich weiß nicht, wo du die Flasche ausgekramt hast, aber er hat sie mir auf jeden Fall zur Verfügung gestellt. Glenlivet hat bei mir eine Vorgeschichte, gehört zu der Historie des Whisky-Wichsers dazu. Ich blende euch rechts oben mal die Playlist ein. Es sind mittlerweile schon ein paar, die ich da probiert habe. Ja. Ja, taken from the Gaelic word of natural, Nadura. Boah, da lag gleich ein Apfelgeruch in der Luft, ja, meine Herren. Krass. Boah, am Korken auch. Ja, leider ist er gefärbt, Glenlivet färbt. Der fällt von der Farbe hier relativ hell aus und ordentlich Korkbröckchen mit drin. Nadura. Erinnert mich sehr stark an den 12-Jährigen. Eine gewisse Malzigkeit, eine Malznote ist drin. Die Fruchtigkeit, die helle Fruchtigkeit von Äpfel und Birnen. Hier ist es aber ganz krass der Apfel. Und soweit ich das mich zurückerinnere, beim 12-Jährigen Glenlivet war es eher die Birne. Ne, hier ist es ein richtig schöner, reifer Apfel. So, Nase in die Apfelkiste rein. Ein alkoholischer Stich ist natürlich auch da. 57,7 Volumenprozente. Ist ein bisschen mehr als 40, ne? Ein bisschen blumig ist er. Aber für eine Fassstärke ziemlich angenehm in der Nase. Leicht. Frisch. Spritzig. Ja, spürbarer Alkohol, der baut sich jetzt auf. Der schmeckt auch irgendwie floral. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich schon mal einen Blumenstrauß gefressen habe, aber ich denke mir, so schmeckt der. Ja, der Alkohol nimmt den ganzen Mundraum in Beschlag. Das ist wie so eine Implosion. Der Apfel, ein richtig reifer Apfel auch im Geschmack. So ein naturtrüber Apfelsaft, das trifft es ganz gut. Die gewisse Süße kommt hier auch von der Fruchtigkeit. Und der Abgang ist lang durch den Alkohol, ja, definitiv. Wird aber ein bisschen trockener. Meine Herren, das ist ein schöner Glenlivet. Die Flasche ist jetzt schon, ja, über 8 Jahre offen. Ich weiß nicht, inwieweit der da in der Flasche durchoxidiert ist, was da verdunstet ist, was da durch die Jahre noch in der Flasche abgegangen ist. Aber ich muss sagen, der gefällt mir gut. Wir geben mal einen Ticken Wasser dazu. Mal gucken, was passiert. Vielleicht habe ich heute mal ein glückliches Händchen. Das reicht schon, ja. Ja, oder zieht es schlieren?
Hat gerade ein bisschen an Marzipan gerochen. Marzipanschokolade. Aber nicht Marzipan in Kombination mit Zartbitterschokolade. Nee, Vollmilch Marzipan. Durch den Alkohol so eine leichte Pfefferminznote. Dann kommt wieder der Apfel. Ist weiterhin sehr angenehm. Der Alkohol hat jetzt ein Stück weit nachgelassen. Aber alles, das ich vorher gerochen habe, jetzt auch. Plus Marzipan. Ja, jetzt sehr schönes Mundgefühl, kein Meter alkoholisch mehr, obwohl ich ihn bestimmt immer noch auf 50 Volumenprozente hatte. Ja, diese Apfelsüße verbindet sich jetzt mit einer leichten Vanillesüße. Eiche ist da, die ein bisschen trocken im Abgang ausfällt, der durch den Alkohol immer noch relativ lang ist. Ja, meine Herren, also wirklich ein sehr, sehr schöner Glenlivet. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Naduras sind ohne Altersangabe, aber wer die Finger auf so einen 16-Jährigen noch bekommt, zulegen, wer auf Fassstärken steht, auf jeden Fall. Und ja, so langsam wird er auch für die Sammler interessant, denn wenn der weg ist, denke ich, kommt er nicht mehr als 16-Jähriger nach. Ich habe ja schon erwähnt, die aktuellen Naduras alle ohne Altersangabe und dann vermeintlich jünger als die 16 Jahre. Schön, das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!